Marcel ist gestorben. Marcel noch ein bisschen länger braucht. Fick dich, Es ist fick das dich. letzte Mal ein bisschen was passiert. Ich erkläre das gleich alles, wenn auch Marcel seine Aufnahme macht. Auf jeden Fall haben wir jetzt doppelte Items. Also nee, Marcel hat doppelte Items, aber es bringt uns eigentlich eh nichts. Also was passiert ist, erklären wir euch gleich. Jo, ich bin jetzt auf jeden Fall soweit. Okay, sehr schön. Gut, also, herzlich willkommen zu der neuen Folge Sugar. Hier sind wir. Marcel ist gestorben. Und zwar waren wir beide halt hier in der Höhle. Ich stelle gerade so die Öfen auf und auf einmal attackieren uns halt Skelette und wir killen die. Der Server laggt. Ich schlage die ganze Zeit auf das Skelett drauf und auf einmal ist Marcel tot. Von mir gekillt worden. Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Ich habe halt die ganze Zeit nur aufs Skelett geschlagen. Wahrscheinlich hat Marcel sich noch bewegt oder so und durch den Serverlag stand halt wahrscheinlich irgendwie vor mir. Er hatte ja nur die Brustplatte an und so und deshalb ist er wahrscheinlich auch mit zwei, drei Schlägen tot gewesen. Naja, jetzt wurde er aber auf jeden Fall wiederbelebt und er hat komischerweise, obwohl ich Sachen von ihm aufgesammelt habe, sieht man hier diese Brustplatte und so, hat er trotzdem auch noch alle Sachen bei sich. Naja, das Eisen bringt uns jetzt eigentlich eh nichts, weil wir hatten jetzt eh genug. Nur ich will jetzt. Keine Ahnung, willst du deine Sachen wegschmeißen und ich soll dir meine geben oder so? Keine Ahnung, wie machen wir das jetzt? Nö, ich hab ja alles. Ich Ja, brauche ja nicht gut. deine Sachen. Also ich würde jetzt nur gleich die doppelten Sachen, die ich, wie zwei Holzschwerter, die Ja, würde ich dann dann loswerden. werf das weg, weil ansonsten habe ich ja da noch das Eisen. Ja, gut, Jo, passt so. jo. Warte, ich sammle hier nur die Ich habe kein Kohle ein, damit Holz. wir Ich das. bräuchte eine Workbench, damit ich hier ein Ja, warte, bisschen ich geilen werf kurz die Scheiß machen ganzen Sachen, kann. die ich nicht. Was ist Oh los? Gott, da war eine Hexe und die hat mich gerade abgeschossen und ich habe mich Mit davon erschrocken. Vergiftung, oder? Nee, hat nicht getroffen. Marcel, wo bist du denn? Ich bin unten. Okay. So, was brauche ich denn alles Also, wir haben nicht? so richtig viel Essen, ne? Wenn du. Och, dann gehe ich jetzt halt raus und mach mir Holz und hol mir Holz, wenn du jetzt so lange brauchst. Das gibt's ja nicht. Wir sind alleine auf Ah, dem Server, sehr echt? schön. Okay. So. Mann, Ja, was denn? ich bin jetzt wieder da. Ich Toll. komme jetzt wieder hoch. Du Ja, dann geh Muschi. zu den Öfen und hol das Eisen Ja, raus. ich Ich will pack die gleich Kohle für da uns jetzt beide rein. Full Iron-Rüstung machen. Also wir werden uns jetzt wahrscheinlich echt nur noch. Keine Ahnung, ein paar haben auch in die Kommentare geschrieben von der ersten Folge jetzt. Wir sollen uns auf jeden Fall mehr ausrüsten, weil wahrscheinlich dann alle halt so voll viel Kram. What the fuck, warum ich das. Achso, ich habe noch Wie keine viel Workbench gemacht. Ja, gut. Fleisch wir Ja, es ist haben! geil, ne? Aber gebt mir bitte auch was davon, weil ich habe jetzt nur 10 Stück. Ich habe fünf Ich Stück werde nur. jetzt nicht da draufklicken, sonst wäre ich blöd. So, wie viel hast du? Fünf. Okay, ja, dann nimm du das erstmal. Also wir werden uns wahrscheinlich doch jetzt noch ein bisschen ausrüsten, weil das Problem wird sein, das haben mir viele geschrieben, dass die anderen wahrscheinlich halt alle auf Verzauberung und den ganzen Scheiß gehen, werden wir dann halt gar keine Chance mehr haben. Ja, das Einzige, was wir bräuchten, wäre halt ein Diamantvorkommen, dann wären wir Ja, eigentlich schon gut Diamant für hilfreich. einen Enchanter. Und wenn wir einen Enchanter haben, ist eigentlich eh schon alles gegessen. Wir könnten aber eigentlich auch in den. Ja, wir bräuchten halt eine Diamantspitzhacke und zwei Diamanten für einen Enchanter. Ja, der ist doch gar Jo. nicht mehr drauf. What the fuck? Diese Plugins hier, ey. Für einen Enchanter und Paar dann Steaks wären halt. gut für mich, wenn Ja, du dann mir nimm die du dir die restlichen lässt. restlichen. Ja, mach das so. Dann tue ich hier noch Schweinfleisch So, ich rein. habe noch So. 8 Eisen, warte hier, bitteschön. Danke. Dann Und hier ist noch ein ich Chicken gebe dir jetzt drin. einfach mal alles Eis. Macht mir eine volle Rüstung, bitte. Jo, war da. So, ich hole mir. Ist oben irgendwo Wasser oder so? Ich habe ja leider keine Minimap. Das ist voll die Umgewöhnung vom Battle her. Ich will auf jeden Fall. In den Höhlen finden wir unten auch Wasser, oder? Komm, dann lass uns einfach hier nach unten in die Höhle gehen. Da geht's doch noch weiter runter, oder? Ja. Da war sogar Wasser, direkt neben der Lava. Hier unten. Ach, Guck mal, hier da. ist doch schon Lava. Da. Ja, Da warte, ist Wasser. dann nehme ich Und mir hier gerade rechts ist noch Wasser. mehr Wasser. So. Ein Wasserheimer ist, glaube ich, ganz So. praktisch. Praktisch, mein Junge. Ich will mir dann auch ganz gerne noch eine Eisenspitzhacke machen. Ich habe noch ein paar Süppchen. Also Spinnenauge Marcel. brauche ich nicht, ne? Nee, brauchst du nicht. Marcel, wenn du jetzt Eisen hättest. Du brauchst gar Danke. nichts haben. Brauchst du auch eine Spitzhacke aus Ich habe Eisen? eine Steinspitzhacke, aber nur eine. Also eine zweite wäre ganz Dann mache ich cool. für uns beide zwei Eisen. Nee, einfach eine Eisenspitzhacke fehlen. Viel mehr reicht Ja. nicht. Oder hast du noch Eisen bei dir? Da liegt eine, Nee, ich habe ne? ihr alles gegeben eben. Okay, dann haben wir doch nicht so viel Eisen, wie ich dachte. Ja, gut. Dann Naja, baue aber ich die es hat Öfen für eine ab. komplette Ausrüstung gebracht. Ja, klar, passt doch. Dann gehen wir So, jetzt ein einfach Steak runter in die noch, Höhle und suchen warte. Diamanten. Und dann suchen wir So. Gegner. Ja, kurz abbauen. Ich habe noch eine Iron Chestplate. Naja, mal schauen, wofür wir die gebrauchen können. Da ging es noch runter, meintest du? Ja. Nein, du kannst auch einfach hier links gehen, ohne Fallschaden zu kassieren. YOLO. Naja. Okay, Fackeln habe ich ja extra gemacht. Oh, Achtung, hallo! halt dich von Ja, mir fern, wenn ich auf ich bin. Zombies Ich bin schon weggegangen gerade. Nicht, dass auf einmal wieder so leckt und wir merken das nicht. Achtung. Oh.
Ja! Du Arsch! Scheiße. Das war jetzt ein Leck, das war einfach ein Versehen. So. Ich hab ein Schießpulver, aber das bringt uns ja hier nichts, weil wir ja keine Waffen machen können. Lass uns noch ein bisschen. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Ich nehme hier schon Eisen mit. Ja, ich nehme auch einfach noch ein bisschen mit, falls wir was brauchen. Weil ein bisschen können wir immer gebrauchen für Eimer und so, und falls wir uns auch mehr. Soll ich einen Sattel wegschmeißen? Oder wollen wir. Sattel brauchen wir nicht. Wofür? Für Pferde, ne? Ja, natürlich, dann können wir wegreiten. Voll episch wegreiten. Das ist eigentlich voll die gute Idee, behalt den Sattel. Hast du zwei oder nur einen? Ich habe nur einen aus dem Monster-Spawner, den wir am Anfang gefunden haben. Okay, dann behalt es. Behalt den auf jeden Fall, ja, behalt den. Ich mach uns mal. Ich glaube, Pferde bringen aber auch in einem Kampf. Ich glaube, Pferde bringen wirklich auch in einem Kampf gar nicht so wenig, weil wenn du auf dem Pferd sitzt, kannst du schlechter gehittet werden, ne? Hast du mal zwei Eisen für mich? Ja, genau, zwei Stück. Da liegen sie. Ja, cool, weil dann kann ich uns zwei Feuerzeuge machen, die werden uns bestimmt auch. Das wahrscheinlich auch, ja. So, zack, zack. So, komm her. Warte, mein Bruder. Ich bin ein bisschen weiter oben. Jo, ich hab dich schon. So, jetzt okay. Brauche ich das Feuerzeug eh noch nicht. Ich hab noch vier Leder. Leder brauchen wir nicht, oder? Hast du einen Bogen? Nee. Da? Ich hatte eben einen, aber den habe ich weggeschmissen gehabt. Der ist, wenn du jetzt noch deinen anderen gehabt hättest, dann hättest du ihn halt reparieren können. Ich weiß. So, ne? Naja. Gut, ich schmeiß wir können ja auch die Seeds weg. Ich hab auf jeden Fall noch Strings. Ich schmeiß Seeds weg, Leder weg, hey, hast die Music Disc. Die will ich irgendwie nicht wegschmeißen, die Music Disc. Arthur, und ich hab Diamant Horse Armor. Das ist voll geil, ey. Dann können wir tatsächlich ein Pferd voll ausrüsten. Das wäre echt episch, ne? Oh, danke für den Sattel. Wie ist das jetzt? Willst du das so machen? Soll ich die CD wegschmeißen oder wollen wir die Musik hören? Ach, schmeiß die weg, ganz ehrlich. So, dann habe ich noch schwarze Wolle. Brauchen wir auch nicht, oder? Oh, doch, obwohl, falls wir alleine auf dem Server sind. Nee, ich hab. Nee, brauchen wir nicht, nee. Gut, ganz ehrlich, dann schmeiß ich die auch noch weg. Wieder. Du willst doch nicht wirklich schlafen in der Nacht. Ich glaube, wir werden sogar eher in der Nacht draußen rumlaufen, um Level zu farmen. Ich habe noch vier Strings übrigens, also für die von den Spinnen. Dann nimm du dir hier auch noch ein Wasser einmal bitte bei dem Wasser, was da ist. Okay. Ja, ich schmeiß ja nur gerade das Spinnenauge weg und das. Und Lava-Eimer wäre eigentlich auch leicht geil. Warte. Ja, ich habe nur keinen Eimer. Warte, dann, wir haben ja jetzt Eisen, dann könnten wir nochmal schnell was brennen und da gleich die Lava raus. Ja, warte hier. Hätte mich zumindest schon mal einen, so, warte. Warte, wie viel Eisen wir einfach schon wieder haben. Das ist voll geil. Geil! Warte, da, pack da nochmal Kohle rein. Ach, warte. Hast du nicht selber? Hab schon. Wow, so schon, Alter, Digger. Ey. Digga, ja, ey, walla. Wallabalabalabal, ja. Aber Dominik, hast du eigentlich eine Freundin? No comment. Wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Irgendwo in Hamburg, ne? Ich fahre ja einmal im Monat geschäftlich nach Hamburg. Und da haben wir uns, Marcel und ich, haben wir uns in Kiez, am Kiez und so. Kennst du den Kiez, Marcel? Ne. Übrigens, da haben wir uns meine baldige Wohnung. Achso, dann hole ich ja, von deine baldige auf, Wohnung ist am Kiez. Ja, ist so. Ernsthaft jetzt? Jo. So ein Spaß. Ohne Scheiß, ich war mal bei einer Wohnungsbesichtigung, als ich mir eine Wohnung gesucht habe und ich hab's einfach nicht gecheckt, erst so, als es zu spät war praktisch, als ich schon da zu dem Termin zugesagt hatte. Da ist eine Kellerapfel, ne? Pass ja, auf, ich dass du nicht in die Lava schubst. Sollen wir gucken, sollen wir uns da runtergraben und gucken, ob es irgendwie zum End geht oder so? Zum End? Wo? Ja, zum End. Stell dir mal vor, wir finden das End und besiegen den Ender-Dragon. Lass uns das mal als Ziel setzen. Ja, sind doch eigentlich, glaube ich, echt in der Nähe von. Wow, jetzt habe ich die Workbench von oben geholt und du hast schon lange einen. Ich habe aber echt nicht mehr so viel Holz. Wir müssen uns auf jeden Fall, wenn wir. Ich will. Ich kann ihn nicht aufsammeln. Ich auch nicht. Hey, jetzt habe ich sie. Ich habe den falschen Eimer. Wolltest du gerade Schwuchtel sagen? Mach mal mach den Mund zu, wenn du mit mir redest. Warte. Nee, guck mal auf, so, da war ich da bei so einer Besichtigung, ne? Und das war eigentlich auch alles normal, bis ich da dann geklingelt hatte. Und dann so eine leicht bekleidete Frau mit sehr stark russischem Dialekt an der Tür stand. No comment. Es war einfach eine Keller, also eine Souterrain-Wohnung und die war unter einem Puff. Aber das war halt nicht so, das war jetzt nicht so das Vergnügungsviertel, das war voll das normale Wohnungsviertel, Dominik, ne? Ja. Wo war das denn in Hamburg? Also in Hamburg jetzt? Nicht in Hamburg, in meiner Stadt, ey. Das war voll, ohne Scheiß, das war eigentlich so voll der gemütliche, da war alles perfekt. Da war ein Lidl in der nächsten Straße, ansonsten war das voll die ruhige Wohngegend. Das war einfach der Keller von einem Puff. Also der ausgebaute Keller von einem Puff.
Aber oben drüber einfach ein Puff. Einfach so? Ja. Und ich bin auf mein Leben nicht mehr klargekommen, ey. Ich kann ja so ein paar Real-Life-Stories erzählen. Ich bin einfach nicht mehr drauf klargekommen. Wollen wir hier könnten wir noch lang gehen. Weil ich eine Wohnung besichtigt hatte. Naja, aus einer Wohnungsbesichtigung wurde dann. Naja. Du denkst. Komm, wenn du schon da bist, dann kann man das auch ausnutzen. Was bist du denn für einer? Nee, guck du mal, bist kein Mann. Auf. Also erstmal. Brauchst du noch Wasser? Erstmal, ich weiß nicht, wie du das machst, aber normalerweise, also für alle, die jetzt vielleicht auch in Zukunft eine Wohnungsbesichtigung oder so machen wollen, bei einer Wohnungsbesichtigung nimmt man normalerweise am besten irgendwie ein paar Freunde oder so mit. Oder vielleicht auch die Eltern, bei mir waren es die Eltern. Weil das Ding ist einfach, dass mehr Augen einfach mehr sehen, irgendwelche Mängel oder so, ne? Und da waren halt einfach auch noch meine Eltern dabei bei dieser Wohnungsbesichtigung. Ohne Scheiß, ey. Oh, hier geht's runter. Oh, nee, jetzt auch nicht. Oh, wir sind echt zu faul zum Strip, so, ne? Die, ja, sind wir. Ich habe echt keinen Bock, Strip zu meinen. Das will ich nicht meinen. Ich will einfach irgendwie so eine geile Höhle finden. Ich meine, wir brauchen ja nicht so viele Diamanten, oder sollen wir Strip meinen? Es dauert dann aber ewig, bis wir was finden, oder? Lol. Ja, was ist denn hier? Habe ich mich gerade gefragt? Waren wir hier schon? Nein. Wir doch gar nicht. Das ist, wir haben, ich werde in 60 Sekunden anders. Übrigens gekickt. Das ist ja voll scheiße. Ey, hier war schon jemand anders. Ohne hier hat jemand diesen Gang hat jemand gerade zugebaut, weil er nicht da durchgehen wollte wieder. Ja, du wirst auch gleich gekickt. Geil. Lol. Dann machen wir nächste Folge auf jeden Fall direkt weiter. Ja, und nein, wir machen jetzt Stopp, gucken uns alle Folgen an. Ja, das war. Und gucken, wer hier war. Sollen wir einfach Lava hinmachen? Du hast doch den Lava immer, ne? Ja. Nee, machen wir jetzt nicht. Ohne Scheiße, ich glaube, hier werden wir nächste Folge Diamanten finden. Das ist voll das geile Höhlensystem. Lass es machen, okay? Und lass machen auch einfach dem Fall. Anderen, der hier lang wollte, das Eisen wegfarmen, okay? Ja, ich nehme hier das Eisen mit. Okay, machen wir es so. Aber das ist ein richtig cooles System. Da unten sind Fackeln. Echt, dann war da doch jemand. Och, scheiße, was ist, wenn da jemand Diamanten geklaut hat oder so? Genommen hat. Das voll scheiße. So, dann warten wir, bis er spawnt. Aber wenn wir dann Haufjoinen, dann können wir doch auch erstmal 30 Sekunden lang nichts machen. Das ist die Scheiße, ne? Wir sneaken dann, einfach und warten, bis er. Dann verlieren wir aber voll viel Aufnahmezeit. Scheiß auf Aufnahmezeit. Gut, ich bin gekickt. Okay, ich werde auch gleich gekickt. Ich schau mal noch kurz hier. Ja, hier sind überall Fackeln. Scheiße, man, das ist hier schon ausgekundschaftet. Fuck. Ja, okay, ich würde sagen, wenn wir nächste Folge mal gucken. Und vor allem, weil da keiner Eisen abgebaut hat, denke ich mal, dass derjenige auch einfach Diamanten haben wollte. Schade. Ich werde immer noch nicht gekickt. Voll geil. Ja, das stand doch gerade in 60 Sekunden, oder nicht? Ja, und da steht jetzt Exodus, wir sind in einer Sekunde gekickt und ich wurde nicht gekickt. Okay, jetzt. Plugins, ey. Okay, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ciao. Tschüss.